Lukas Hütte. Okay. Aha, ein kleiner Zettel. Lockerungsübung. Jeden Morgen. Keine Ausreden. Die Lebenserwartungen eines Radiomoderators betrug 5 Sekunden. Schön. Immer die Wenigkeit trotzen. Drum-Übungspad. So. Also, Radiomoderator, ja? Okay, Lukas ist... Pointless. Lukas ist Radiomoderator. Thomas Lukas. Okay. Aber sieht auch so ein bisschen so nach Piratenstation irgendwie aus. Muss ich mal sagen. Ein paar Pillen. Bekannte Einrichtungen und zugehörige Standorte. Meyer Corporations, 600 Meyer Boulevard, Morrisontown, New York. Meyer Corporations, 180 Pennsylvania Avenue, Washington DC, Blocks vom Weißen Haus entfernt. Schön. Quarry Lane, Milton Haven, die kennen wir ja schon. Meyer G. Friedrich-Ebert-Straße, Düsseldorf in Deutschland. Kann das einer verifizieren? Kommt einer aus Düsseldorf und kann da mal kurz nachgucken. Und Hatulski Inc. Badline, Irving. Okay. Umsatz 22 Millionen, 24 Millionen, 28 Millionen. Sportlich. Zwischen 1945 und 1973 führten Regierung und CIA zahlreiche umfangreiche Experimente mit psychoaktiven Drogen durch. Sie hierzu Forschungsarbeiten zu MK und Talk-Akten, Schiffswerft Philadelphia etc. Ja. Akten über Grönlandhai Gift entdeckt, Tryptizubin Pilzextrakt, Rainbow Herbizide, Agent Orange, Agent Purple, wie passt Rainbow da hinein? Agent Green, Soldaten, Regierungseigentum, Zivilisten, Privat, Risiko, Nutzen. Ja, ja, tatsächlich haben... hatte die Regierung der USA tatsächlich gemacht, ne? Irgendwie, die haben sehr, sehr viel mit psychoaktiven Drogen experimentiert. Also MK Ultra ist ja glaube ich auch so ein bisschen so in Silent Hill mit verwurzelt worden. Nee, warte mal, ist Quatsch, was ich jetzt erzähle. Nicht in Silent Hill, sondern in so Jacob's Ladder. Irgendwie ein Film, der ist halt auch sehr, sehr Silent Hill-mäßig angehaucht. Da weiß ich jetzt ja nicht, ob das stimmt. Nimmt's heute nicht für bare Münze, was ich sage. Ja, was haben wir da? Schrott, Flinten, Munition. Okay. Gut. Viel mehr Zimmer gibt's anscheinend nicht in dieser Hütte. So eine übersichtliche Hütte. Ich will mal putzen. Okay. Hier haben wir noch eine fette Verdrahtung. Noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Was ist das? It's deactivated. Ist ausgeschaltet. Na, Gott sei Dank. Wilfred Bill Bird. Ah, schau mal an. Verbindungsmann der Regierung. Poughkeepsie. Poughkeepsie. New York, Alter 59. Kürzlich nach Long Island, New York, nach Milton Haven versetzt. Qualifikation unbekannt, Status unbekannt, Involvierung absolut. Ja, da ist er, Bill Bird. The bird is the word. Mama, everybody say what the bird is the word. Ich mag den Song. Okay, gut, lass uns den Tonband hören. Titicaca-See. Will man die. Komischer Land. So. Das ist voll. Okay. Hier bitte. When I tell you to do
something, you ignore me. But when a disheveled maniac like Lucas gives you false hope, you obey him without question? At this point, it's hard not to take it as an insult. There's no pot of gold at the end of the rainbow. There's only me. Okay. So, Tonya. Lucas could be your ticket out of here. You have to contact him. So machen wir das. I'll find a way. I'll find a way. Whatever you see when you're there, don't let it hinder you. Keep going. Back in we go. Okay. Watch yourself out there. I will. I will. Und es geht wieder los. So, ab durch die grüne Tür. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Oh, krass. Lukas Tonband. Krass. Sind wir hier im Bayou oder was ist das? Nice place you got here. Cozy. And this table? Is it mahogany or oak? I actually have no idea. Alright, Mr. Cole. Why don't you sit down so we can start with the basics? Have you ever had therapy or counseling before? Straight to the point, huh, Doc? Sorry, You're not the first therapist I've met with, but I sometimes find it difficult to open up. Past therapy sessions weren't very productive. Das sieht so ein bisschen buschmäßig aus, ne? Das sieht cool aus, sieht wirklich cool aus. Also die ganzen Outdoor-Areas irgendwie in diesem Spiel, Sushi, die sind halt wirklich, Chapeau, sehr geil, sehr geil. You're the first person I've spoken more than a sentence with since I moved here, about a month ago. In that case, welcome to Milton Haven. Thanks. Well, since I'm on the road so much, I tend to keep to myself, but sometimes I feel like paying people to talk to me. I just got a little cabin just outside of town. It's a nice upgrade from living in a van crammed with gear. Okay, Lukas ist anscheinend so ein kleiner Zugvogel gewesen. Nie zu lange an einem festen Ort. So, kurz nochmal hier ein bisschen Ausdauer kommen lassen. Das ist alles verschwemmtes Gebiet hier. So, what brings you here? That's a good question. I need help staying sane. You see, how this usually goes is that I tell you, the therapist, a story from my time in the armed forces of horrifying experiments, government conspiracies, and cover-ups. Then at some point, you're gonna give me the look. The look? The look you're giving me right now. The look that says I'm talking to a lunatic. Uh-huh. Sehr dubios und sehr undurchsichtig. Aber wir werden schon rausfinden, was mit dem guten Lucas ist. Auf jeden Fall wirkt er jetzt erstmal nicht so aggressiv wie Max. Und er soll sehr wichtig für uns sein, wie Tonya sagt. Wir müssen ihn finden. Schauen wir mal.
Der Elysium Park. Ah, krass. Stelle von Kontakt her. Ja, hier sind die doch auch mit dem Experiment hingegangen, ne? Irgendwie in den Elysium Park. Diese Rosemary? So, mal kurz einen Blick nochmal an die Scherbe werfen. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas haben, was direkt hier im Umfeld ist. Rainbow. Gut, ne, dann haben wir doch mal einen Namen für diesen unbekannten Typen. Das ist fein. So, was haben wir hier? Department für Agriculture of Agriculture. Elysium State Park. Aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Verboten. Folgendes ist im Sperrgebiet untersagt. Erstens Zutritt und Aufenthalt im Sperrgebiet. Sperrgebiet. Das Sperrgebiet umfasst sämtliche Gebiete und Straßen, die zu der stillgelegten US-Army-Anlage Fort Sumner gehören und damit verbunden sind, einschließlich des alten Bunkers. Ausnahmen folgende Personen sind von dieser Anordnung ausgenommen. Erstens Bundesbeamte, aber auch Mitarbeiter von Meyer Pharmaceuticals mit entsprechender Genehmigung. Zweitens Dr. Desmond Wales. Schön. Zweck. Diese Anordnung dient dem Zweck, dir den spektakulärsten aller möglichen Tode zu bieten. Ja, schön, der nur noch vom Hitzetod des Universums übertroffen wird. Es wird dich treffen wie der Blitz. Das ist toll. Wundervoll. Schön. Ganz, ganz toll. Nehmen wir schon mal die Pistole in die Hand. Ja, aber guckt euch das mal an. Das sieht doch so geil aus. Also da muss man wirklich den Entwicklern sagen, irgendwie, ihr habt hier echt ein geiles Spiel gemacht. Ihr habt hier wirklich ein geiles Spiel gemacht. Südwald. Ah, kann man da vorne mal irgendwie abbiegen? Nee, war dabei nichts. Hier ist nichts zum Abbiegen. Ist vielleicht ein bisschen abseits der Straßen bewegt. Ah, abseits der Straßen bewegt. Ja. Pillen. Okay. Kannst du denn hier hin? So, Booster ist schon wieder komplett im Arsch. Was war das für ein komisches Geräusch? Alter. Was ist denn das? Die haben eine Metal G-Rex. Krass, okay. Oh Mann. Ja, schön, toll. Das, Riesenroboter, toll, super. So, was haben wir denn hier? Ein Tor und eine Karte. Oh, ein bisschen größer diesmal hier. Ostwald, Südwald. Wir sind von hier gekommen mit Brücke, Rangerhütte, Wachturm, Waldzentrum, Bunker, was ist das? Funkturm, Gruft. Auge der gesegneten Kirche. Na, ganz toll. Wasseraufbereitungsanlage. I'm good. You're good. Okay, kann ich jetzt hier irgendwie rüber? Komm ich hier durch? Nee. Ich denke mal, das werde ich jetzt auch nicht durchballern können hier mit. Nee, kann ich nicht. Aber ich schaue trotzdem mal. Nein. Nee. Oh. Some sort of an electrical gizmo. Okay. Wie schon auf dem Dach bei uns im Wohnhaus. Ich glaube, dass wir jetzt hier irgendwie mal ein Gimmick finden, mit dem wir das öffnen können. Oder benutzen können.
Oh. Oh. Eine Hütte und Feinde. Sneak mich mal. Schade, dass er keine Stealth-Kills gibt irgendwie. Also, wahrscheinlich wird sie so erheben. Ich hab's ja bloß das ganze Spiel über nicht herausgefunden. Aber die wissen auch schon relativ früh, dass wir da sind. Ganz besonders, wenn wir daneben schießen. Kleiner Wichser! So ein Scharfschützen wäre auch geil. Okay. Die Elysium State Park Cable Connection ist offiziell eröffnet. Genießen Sie die Fahrt und erleben Sie das Panorama des Elysium State Parks aus 60 Metern Höhe. Tickets gibt es im Fortunate Isles Way Number 16 in Milton Haven. Wir freuen uns auf Sie. Die Parkdirektion Milton Haven in Zusammenarbeit mit der Wasseraufbereitungsanlage Milton. Alles klar. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Und irgendwie müssen wir da oben durch. Ranger-Hütte. Der Wichser! Da oben steht er! Der alte Stalker. Oh, was haben wir denn da? Der hat eine Schießübung gemacht. Hat genauso gut geschossen wie ich. Vielleicht sollte Kenny halt verballern. So, okay, schauen wir nochmal. Notiz an mich: Prüfen, ob der Notfallgenerator mit meiner Funkbarke kompatibel ist. Falls es funktioniert, müsste ich den Generator im inneren Raum der Hütte aus einschalten können. Okay. Okay. Ups. Okay. Hoch. Oh, okay. Können wir uns vielleicht durchmashen? Nope. Sicherheitsglas, kommen wir nicht durch. So, aber wir kommen übers Dach auf dieses kleine Podest, was wir von vorne gesehen haben. So weit wie so weit. So, mit Baseballkeule. Nee. Ein Fernrohr. Baseballkeule. Der Basie. Und wir sind dahin. Oh, der Penner, da hat er da schon wieder hier am Fenster gehangen. Oh, das Schwein. Tagebucheintrag 505. Habe Kontakt zu einer Wissenschaftlerin aufgenommen, die am Agent Rainbow arbeitet. Sie sagte, sie könne mir Dokumente geben, die diese ganzen Experimente auffliegen lassen können. Ich soll mich in Kürze mit ihr treffen. Endlich werde ich Antworten bekommen und eine Chance, mich zu rehabilitieren. Okay. Gibt's hier noch was? Oh, geht's nach unten? Ich muss mal kurz in der Mitte noch mal gucken, kann ich da irgendwie reinlaufen? Nee, kann ich nicht. So ein Penner, ey. So ein Penner. Was haben wir denn hier alles? Eine Menge zu lesen.
Persönliches Protokoll, Seite 1 von 2. Rosemary James, das ist die Wissenschaftlerin. Seit ich die eidesstattliche Aussage eines Radiomoderatoren, einer Radiomoderatorin hörte, die Ende der 60er Jahre eine Begegnung mit Agent Rainbow überlebt hat, wusste ich, dass eine Verbindung zwischen Radiowellen und der Wirkung der Chemikalien auf das Gehirn bestehen musste. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass das Gehirn elektromagnetische Strahlung abgibt, Gehirnwellen, genau wie ein Radio. Die Frequenzen unterscheiden sich jedoch so stark, dass sie niemals zu Interferenzen zwischen den beiden Wellenarten kommt. Doch bei Agent Rainbow ist das nicht länger der Fall. Um die Wirkweise von Agent Rainbow zu verstehen, muss man nicht nur die Chemie des Gehirns, sondern auch seine mentalen Prozesse begreifen. Nehmen wir das jungsche Konzept des Schattens. Einfach ausgedrückt, der dunkle Teil unserer Persönlichkeit. Jeder unerwünschte Aspekt unseres Selbst, den wir verdrängen und unterdrücken. Agent Rainbow bringt all das ans Tageslicht und verleiht ihm Gestalt. Sich urplötzlich so etwas stellen zu müssen, ist eine zutiefst erschreckende Erfahrung, die zu beschleunigtem mentalen Verfall oder oftmals sogar zu Tod führt. Ja. Okay. Persönlicher Transmitter und Systemdetektor, Aktualisierungsprotokoll, Version 1. Für nahe Funksignale, die automatisch geortet oder auf dem Monitor angezeigt werden, wird bei korrekter Positionierung jetzt ein Frequenzabgleich angezeigt. Version 1.1. Zur bequemen Bedienung einer roten Aktionstaste hinzugefügt. Die muss ich jetzt nur noch drücken, wenn das Gerät korrekt positioniert und auf ein gewünschtes Signal und oder eine gewünschte Quelle ausgerichtet ist. Und schon kann ich damit interagieren. Version 2.1.2. Die Wellen auf dem Monitor richten sich jetzt an der Senderfrequenzen der unmittelbaren Nähe aus. Leuchten auf. Entschuldigung. Version 2.0. Nach der Installation der neuen mobilen Antenne empfängt das Gerät jetzt Frequenzen von bestimmten Sternen. Das muss ich noch genauer erkunden. Fehlerbericht. Bestimmte Metallfolien haben sich als Hemd für den Empfang Übertragung erwiesen. Empfange seltsame Stimmen nach willkürlichen Muster. Snake-Programm führt noch immer zu Absturz des Geräts. Funkgerät. Voll Belag. Looks custom made. Let's see what it can do. Okay, warte mal, bevor wir jetzt hier schauen, was das kann, ich würde mich gerne hier noch ein bisschen weiter umsehen erstmal. Ah, das ist die Ranger-Hütte von dem Typen. Schau mal, wo wir waren. Wir haben eine Tape gefunden. Notiz an mich, diese Metallfolie ist eine Zufallsentdeckung. Ich will zwar nicht, dass irgendetwas das Signal meines Geräts blockiert, aber sie kann vielleicht verhindern, dass Frequenzen von unerwünschten Mächten geortet wird. Weitere Tests sind erforderlich. Zumindest kann ich fürs Erste mit weniger Interferenzen in der Luft schlafen. Okay. It's off. I should look for wires. Wer sollte nach den Kabeln schauen? Okay, die gehen raus. Looks like some sort of a radio device. Aha. So, schön, ich bin jetzt hier gefangen oder was? So, schauen wir mal, was der kann. Kann man das damit öffnen? Oh, Signal. Alter, was ist denn los? Hustet sie weg? Was? Was? Was ist hier los? Der Metal Gear Rex hier, wa? Da draußen. Ah, fuck, Alter. Aber scheinbar kann er mir jetzt hier drin nicht so gut übereinander, oder?
okay, er ist auch hier on. Cool, cool. Nice. Okay, mal jetzt hier. Ah! Okay, alles klar. Er scheint das Bild runtergeschossen. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Moment. Bezwinge den Blitz, benutze die dein Funkgerät, wenn ein Signal zu hören ist. Okay. Eine Sache will ich mal ganz kurz probieren. Aha! Sehr nice. So, das war noch die Tür, die gerade versperrt war. Und ich finde... Titnef, da hat oh. Zoll. Schön. List 4. Wunderbar. So, okay. Alles klar. 11 Pillenwald. Ach du Schande. So. Oh, warte mal. Achso, könnt ihr mal zu dem Tor hier vorne. Da, wo dieser elektrische Firlefanz war. Okay, kriegt langsam ein Signal. Yeah. Sehr geil. Links, warte mal, bevor es jetzt da lang geht, würde ich gerne nochmal hier vorne, was haben wir hier denn schönes? Mit zu. Muss ich hier diesen umgekippten Strommast entlang oder was? Was ist das? What? Oh nein, echt jetzt. Nee, ist nicht gut. Ist nicht gut. Nicht gut. Kann ich das irgendwie hier. Nee, gibt's doch kein Signal. Komm ich denn da hinten an? Von oben? Nee. Moment! Hier rüber hüpfen. Denn Holzbretter. Kommst durch die Holzbretter nach hinten. Warum soll ich da nach oben laufen? Hä? Ah, okay, alles klar. Verstehe, verstehe, verstehe. Oh, ist das... Ich kann nicht dran vorbei an dem Ding, oder? Ist der Cheese, Leute. Echt jetzt, ja? Ey, wenn da hinten jetzt bloß irgendwie eine Tüte Chips liegt. Dann ist ja aber voll offen. Aua. Nimm dir das da. Vitalaxe, okay, alles klar. Gut. Könnte man jetzt sagen, es war wert. Fast drauf zu gehen dafür. Das ist scheiß. So, hier vorne lag ja noch was. Schön. Nam. 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 So, dann nehmen wir auch mal kurz hier mal. Ah, Chip von meinem erfrischenden Tank. Was haben wir hier noch?
So, wunderbar, wunderbar. So, wo ist mein Walkie-Talkie? Hier ist mein Walkie-Talkie. So, oben komme ich noch nicht hin, wa? Oder? So, nun müssen wir wirklich, glaube ich, erstmal über die Brücke rüber. Aber ich würde nur ganz kurz gucken, ob wir irgendwie zu dem Funkturm hier hochkommen. Oh, sieht gut aus. Da sieht gut aus. Wo kommen wir denn hier?